Nach dem Höhenflug mit SpaceX kommt die Bruchlandung für Elon Musk mit Tesla. Der Elektroautokonzern vermeldete ein Minus von 675 Millionen Dollar. Ein sattes Minus, das die Anleger an der Börse allerdings wenig kümmerte. Grund für den geringen Kursverfall sind gute Produktionszahlen des Mittelklassewagens Modell 3. Mit dem günstigen Tesla E-Auto will das Unternehmen den Massenmarkt erobern.